Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Am 17. August findet die Jubiläums, um genau zu sein, die 15. Lausitzer Mineralienbörse des Vereins der Freunde der Mineralogie und Geologie Ostsachsen in der Energiefabrik Knappenrode statt. Ich habe jetzt den stellvertretenden Bezirksleiter Wilfried Sauer an meiner Seite. Herr Sauer, warum wurde die Mineralienbörse vor 15 Jahren ins Leben gerufen? Tja, wir wurden schon länger gedrängelt von unseren eigenen Mitgliedern, eine eigene Börse zu veranstalten. Aber so eine Börse vorzubereiten, durchzuführen, macht ja immer viel, viel Arbeit. Und bis dato fand in Cottbus eine statt. Nun hat aber Cottbus aufgegeben. Ja, und das war dann der Anlass, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen und die Börse auszurichten. Was erwartet die Besucher in diesem Jahr alles in der Mineralienbörse? Ja, die Mineralienbörse wird von Außenstehenden immer mehr gelobt. Jedes Jahr wird die Qualität besser, einmal von der Ausstellerzahl, wobei die Ausstellerzahl nicht das allein Entscheidende ist, sondern die Qualität der ausgestellten Objekte, also der Ausstellungsgüter. Das sind zum Teil selbst gesammelte und zum Teil erworbene Minerale und Gesteine und Edelsteine. Aber auch das ganze Klima ist so schön geworden. Die fühlen sich alle heimisch, die fühlen sich alle zu Hause und die freuen sich schon. Am 17. Abend freuen die sich schon aufs nächste Jahr wieder. Nun sind ja in diesem Jahr wieder zahlreiche Länder außer Deutschland bei der Mineralienbörse vertreten. Wer wird in diesem Jahr alles anreisen? Ja, aus ganz Deutschland wurde schon gesagt. Wir haben aber Besucher, also Anbieter, sowohl Sammler als auch Händler. Also das ist so, dass die Mineralienbörse eigentlich gedacht war nur für uns Sammler. Aber es kommen natürlich immer mehr Händler auch dazu, die damit Geld verdienen und vor allen Dingen dann auch Sachen anbieten, die wir selber nicht haben. Zum Beispiel aus Indien, aus China, aus den USA und so weiter. So die Länder, die vertreten sind. Wir haben also neben Deutschland, Sauerland, Ruhrgebiet, Alpen, Sachsen komplett, Brandenburg, Thüringen, natürlich auch aus dem Ausland Vertreter, dort vor allen Dingen aus Polen, Böhmen, also Tschechien, Slowakei und erstmalig sogar Vertreter aus Afghanistan oder Pakistan, weit her. China ist vertreten. Ja, vielleicht findet sich noch jemand ein. Wo kommen die Mineralien, die gesammelt werden oder auch verkauft werden, wo kommen die eigentlich her? Ja, die gesammelten Minerale sind natürlich von unseren eigenen Exkursionen. Wir führen jedes Jahr mehrere Exkursionen durch, wo wir selbst sammeln und auch selber bearbeiten. Also wenn es Achate sind oder Jaspis, also Minerale, die man bearbeiten kann, das wird zum Teil selber gemacht, in eigener Regie. Und das heißt, schon dadurch, durch das Sammeln, sind weltweit alle Länder vertreten. Und die Händler bringen natürlich ohnehin aus allen Ländern der Welt Minerale mit. Nun ist es ja so, dass die Besucher, die die Mineralienbörse besuchen werden, auch selber, ich sage es mal, zur Hand gehen können. Was können die Besucher denn vor Ort alles selber ausprobieren? Ja, wir haben jedes Jahr mitorganisiert, eigenes Achate suchen, sagen wir mal so. Wir haben einen Haufen aus unseren Kiesgruben mit Achaten und Schmucksteinen, die wir selber gefunden haben. Die werden dort mit untergemischt und wiedergefunden. Und die kann man dort finden und selbst sägen und bearbeiten, sägen und schleifen. Da steht vom NATZ Hoyerswerda, das ist das naturwissenschaftliche Zentrum von den Schulen Hoyerswerda, ein Verein da,
Die haben also eine Säge, eine Steinsäge und Bearbeitungsgeräte und da kann man also selber suchen und schneiden und schleifen. Und wir machen auch Goldwäsche. Das heißt also vor allen Dingen für unsere jüngeren Leute mal zeigen, wie man Gold wäscht. In Wirklichkeit ist es zwar Katzengold, man sagt also Katzengold zu Pyrit, das sieht also aus wie Gold. Und das kann man also professionell richtig waschen mit Goldwaschgeräten und wie es eben die Goldgräber auch machen. Herr Sauer, dann danke ich Ihnen für die Beantwortung der vielen Fragen. Und liebe Zuschauer, merken Sie sich den 17. August vor und gehen Sie mit Ihrer Familie und Bekannten zur Lausitzer Mineralienbörse in die Energiefabrik in Knappenrode.